Ihr seid zwar meine Homies, aber wer die School Rule breakt, der wird gepunished. Harry Potter und die anderen Schüler mussten an der Zauberschule Hogwarts viele Regeln befolgen, um keine Punktabzüge für ihre Häuser zu riskieren. Tatsächlich wurden aber auch den Stars der Harry Potter Filme während der Dreharbeiten strenge Regeln auferlegt. In diesem Video erfahrt ihr unter anderem, warum Tom Feltons Taschen zur Strafe zugenäht wurden, welche Regel sogar die brave Emma Watson nervte und warum eine Schauspielerin ein komplettes Sprechverbot bekam. Also bleibt unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, welcher euer liebster Harry Potter Teil ist. Wir sind gespannt. Wir starten mit der Nummer 8 und damit mit einer Regel, deren Nichtbefolgung die Kinderdarsteller ihre Jobs gekostet hätte. Da sie nämlich nicht nur Zauberschüler spielten, sondern im echten Leben natürlich auch ganz normale Schüler waren, mussten die Darsteller mehrere Stunden täglich neben den Dreharbeiten auch für die Schule lernen. Hierzu wurden sie übrigens in ihren Hogwarts-Kostümen direkt am Set von Lehrern unterrichtet. Mit der reinen Teilnahme war es aber nicht getan, denn die Kinder mussten unbedingt ihre vorherigen Noten halten oder sich sogar schulisch verbessern, um weiterhin drehen zu dürfen. Damit die Schauspieler die viele Schularbeit neben den Dreharbeiten noch schafften, haben sie häufig in Schulszenen, in denen sie im Klassenraum sitzen, sogar echte Hausaufgaben schreiben müssen. Weiter geht's mit der Nummer 7 und einer strengen Regel, die sehr wichtig und gleichzeitig schwer einzuhalten war. Während der Harry Potter Verfilmungen war die Buchreihe nämlich noch gar nicht fertig geschrieben. Da die Autorin J.K. Rowling aber unbedingt wollte, dass die Kinderdarsteller verstehen, wie sich ihre Charaktere im Verlauf der weiteren Reihe entwickeln werden, verriet sie diesen schon Einzelheiten der kommenden Bücher. Selbstverständlich mussten diese Informationen streng geheim bleiben und durften trotz des enormen Drucks von Medien und Fans keinesfalls ausgeplaudert werden. Generell durfte der komplette Cast außerhalb der Dreharbeiten auch mit niemandem über diese reden, da Spoiler in den Medien befürchtet wurden. Man kann sich nur vorstellen, wie unglaublich schwierig es gerade für die jungen Darsteller gewesen sein muss, sich in keinem Interview versehentlich zu verplappern. Auch Gespräche mit Freunden über ihre Arbeit waren deshalb nicht erlaubt. Aber tatsächlich gelang es allen, absolutes Stillschweigen einzuhalten und so drang von den Dreharbeiten wirklich nichts nach außen, was nicht offiziell auch verkündet werden durfte. Auf der Nummer 6 befindet sich eine heftige Regel, die einige der Schauspieler fast zum Verzweifeln brachte. Und zwar durften die Darsteller während der gesamten Dreharbeiten, die sich zwischen 2001 und 2011 über 10 Jahre erstreckten, ihr Aussehen nicht verändern. Gerade als heranwachsender Jugendlicher probiert man sich ja gerne mal aus und ändert beispielsweise die Frisur, färbt sich die Haare, macht sich ein Piercing oder geht mal ins Sonnenstudio. All dies war aber streng verboten. Und so berichtete Tom Felton, der Draco Malfoy spielte, dass er tatsächlich all die Jahre seinen blassen Hautton beibehalten musste und seine Haare stets wasserstoffblond färben musste. Dies ruinierte ihm laut eigenen Aussagen sogar auf Dauer die Haare. Ganz so schlimm war es für Hermine-Darstellerin Emma Watson zwar nicht, aber auch sie war mit der Zeit zunehmend davon genervt, dass sie dauerhaft ihr langes Haar behalten musste, welches sie schon als Kind hatte. Und so ist es wenig verwunderlich, dass die Schauspielerin sich direkt nach Abschluss der Dreharbeiten zum letzten Teil erst einmal eine Kurzhaarfrisur schneiden ließ, die sie sich schon lange gewünscht hatte. Weiter geht's mit der Nummer 5 und einer bizarren Regel, die besonders für die jungen Schauspieler hart gewesen sein muss. Am Set der Harry Potter Filme herrschte nämlich strengstes Schokoladenverbot. Während andere Kinder zwischendurch häufig auch mal naschen dürfen, war dies den Harry Potter Darstellern komplett untersagt. Der Regisseur befürchtete nämlich, dass die Süßigkeiten Flecken auf die teuren und aufwendigen Zauberschülerkostüme machen könnten und dann der Dreh unterbrochen werden muss. Tom Felton wollte das Naschen aber nicht ganz sein lassen und versteckte daher einmal doch Schokolade in seinem Kostüm. Es kam dann, wie es kommen musste, und aufgrund der Wärme schmolz die Schokolade und verursachte unschöne Flecken. Als Konsequenz bekam der Kinderdarsteller nicht nur Ärger, sondern die Taschen seines Kostüms wurden anschließend auch zugenäht, damit er nicht noch einmal gegen diese Regel verstoßen konnte.
Kommen wir nun zur Nummer 4 und einer Regel, die besonders für die aktiven Kinderdarsteller eine Qual gewesen sein muss. Damit es bei den Dreharbeiten nicht zu Ausfällen durch Verletzungen kommt, wurde nämlich ein Sportverbot verhängt. Niemand sollte sich dem Risiko aussetzen, sich beispielsweise etwas zu brechen oder zu verstauchen. Neben besonders riskanten Sportarten umfasste dieses Verbot auch viele weitere Freizeitaktivitäten. So war es unter anderem auch verboten, im Urlaub mal Ski zu fahren, und selbst Rollerblades fahren oder Trampolinspringen war für die Darsteller tabu. Weiter geht's mit der Nummer 3 und einer Regel, die dazu dienen sollte, Dramen und Streitigkeiten am Set zu vermeiden. Weil es den Produzenten klar war, dass Beziehungen gerade zwischen Jugendlichen oft nur kurzlebig sind und es häufig zu wahren Teenie-Dramen kommt, wenn Heranwachsende sich trennen, verboten sie ihren Darstellern, Liebesbeziehungen miteinander einzugehen oder sich körperlich näher zu kommen. Gerade für Jugendliche, die in diesem Alter häufig romantische Gefühle entwickeln, war diese Regel natürlich besonders hart. Vermutlich zu hart. Denn obwohl sich die jungen Darsteller an die meisten strengen Regeln hielten und es beispielsweise schon schafften, keine internen Infos auszuplaudern, hielt sich kaum jemand an die Keine-Beziehungen-Regel. Emma Watson war beispielsweise einige Zeit lang in Tom Felton verliebt, aber letztlich lief dann doch nichts zwischen ihnen außer Freundschaft, während andere Darsteller sich sogar recht offen dateten. Kurioserweise sorgte übrigens keiner der jugendlichen Darsteller mit dem Bruch dieser Regel für Ärger am Set, sondern letztlich waren es zwei erwachsene Darsteller, die für ein Beziehungsdrama sorgten. Die Darstellerin von Miss Trelawney, Emma Thompson, war nämlich mit dem Gilderoy Lockhart-Darsteller Kenneth Branagh in einer Beziehung. Während der Produktion der Filmreihe ging dieser seiner Frau und Kollegin aber dann mit einer anderen Darstellerin fremd, nämlich mit Helena Bonham Carter, die Bellatrix Lestrange spielte. Wow. Diese Affäre beendete nicht nur die Ehe der beiden Schauspieler, sondern sorgte natürlich auch für viel Drama bei den Dreharbeiten. Die Regel auf der Nummer 2 versteht sich für Kinder von selbst, ist für erwachsene Darsteller bei Dreharbeiten aber eher ungewöhnlich. Und zwar war Alkohol für sämtliche Beteiligte komplett tabu. Während an vielen anderen Filmsets nach Feierabend nämlich teilweise ordentlich getrunken wird und die Beteiligten sogar gerne mal andere berauschende Substanzen zu sich nehmen, sollten hier die jugendlichen Darsteller vor jeglichen schädlichen Einflüssen geschützt werden. Außerdem hatte die Filmfirma Warner Brothers bereits in der Vergangenheit negative Erfahrungen mit alkoholisierten Schauspielern gemacht und verhängte daher ein striktes Verbot. Ausgerechnet Hauptdarsteller Daniel Radcliffe brach diese Regel aber gleich mehrfach und trank nicht nur während der Dreharbeiten immer wieder, sondern entwickelte teilweise sogar ein echtes Alkoholproblem. Dies wurde mit der Zeit dann so schlimm, dass der junge Schauspieler an mehreren Tagen sogar betrunken zum Dreh erschien und in diesem Zustand seine Szenen abdrehte. In späteren Interviews erzählte Radcliffe, dass er noch heute bemerkt, wie hohl seine Augen wirken, wenn er sich die entsprechenden Szenen anguckt. Glücklicherweise hat der Schauspieler sein Alkoholproblem übrigens mittlerweile schon lange überwunden. Auf der Nummer 1 befindet sich eine kuriose Regel, für die die Autorin J.K. Rowling höchst persönlich verantwortlich ist. Da die Harry Potter Romane nämlich in England spielen, war es ihr sehr wichtig, dass auch für die Verfilmung nur britische Schauspieler eingesetzt werden. Selbst der Superstar Robin Williams hatte damals keine Chance, als er erst für die Rolle des Hagrid und später für die Rolle des Remus Lupin vorsprach. Und das nur, weil er US-Amerikaner und kein Brite war. Der Regisseur Chris Columbus schaffte es dann zwar immerhin, seiner kleinen Tochter ihren Wunsch zu erfüllen und sie als Hufflepuff-Schülerin Susan Bones in einer kleinen Rolle im Film unterzubringen, diese durfte aber kein einziges Wort sagen. Susan Bones. Und so ist die Schauspielerin zwar in etlichen Szenen im Film zu sehen und wird auch angesprochen, hat aber selbst ein komplettes Sprechverbot, damit die Zuschauer anhand ihres Akzents nicht mitbekommen, dass sie keine Engländerin ist. Insgesamt verbrachte das Mädchen übrigens 80 Tage mit Dreharbeiten, in denen sie stumm bleiben musste. Und das war's auch schon mit 8 strengen Regeln, die die Harry Potter Stars früher befolgen mussten. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welche dieser Regeln ihr gerechtfertigt fandet und welche eurer Meinung nach zu streng waren. Liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert Wissenswert für mehr interessanten Content jede Woche und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.